In welche Truhe denn? In eine, ich weiß es nicht mehr. Nee, ist nicht mehr da. Hast du alle angeguckt? Also die vier halt auf der Ebene. Ja, da irgendwo waren sie auch drin. Hat die eine rausgenommen? Kann sein, ja. Kann Ja, man gut, ist nicht ja. machen. Ich habe ja nicht gesagt, dass die extra nur für dich sind, also von daher. Ja, ich sag gar nichts. Da ist es ja jedem selbst überlassen. Oh, ich habe Es 10 sind ja keine Berries Kinder wieder. hier auf dem Server. Bin das? Kinas. Schade, dass unser König ist jetzt wieder. Der König ist im Übrigen frei, ne? Was? Ja, du kannst König werden, Magi. Wenn du Wer sagt, magst. dass ich König werden will? Also ich will nicht König werden. Ich wollte nie König werden. Bin lieber der einfache Pöbel. Ich bin doch so schüchtern. Hey, willst du König werden? Hm? Ich denke gerade ernsthaft drüber nach. Ja, geh doch einfach mal hin. Außer mein Fletcher hier ist backt durch die Gegend. Ach, er kommt nicht rein. Okay, dann will ich das jetzt einmal mal ausprobieren, ob ich reinkomme. Warte mal, hier war doch gerade irgendwo, müsste das doch hinpassen da. Also irgendwie kommst du immer rein. Wenn ich eins gelernt habe, dass es keine hundertprozentige Verteidigung beim König gibt. Irgendwie kann man sich immer reinziehen noch auf den letzten Meter. Das alte Werkzeug kann ich in die Truhe vor die Tür stellen. Okay. Was vor die Tür? Warum sollte ich Schmeiß das doch tun? einfach in den Beutel und aus dem Fenster irgendwie raus. Braucht doch keiner mehr. Na, wir müssen es später sowieso oder die nächsten paar Tage mal ein bisschen umstrukturieren mit dem neuen Raum auch. So, und ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Warte mal, ich habe ja immer noch keine Hosen an. Wir haben keine Steuern. Obwohl du keine Hosen an hast. Nein, ich brauche nur zwei Iron Ingots. Los! Ja. Was? Hey, Moment mal, was habe ich denn da am Start? Ach, Blut. Ja, was liegt Das denn da Blut. rum? Da hat jemand fünf Blumen hingeschmissen. Ja. Ja, Blumen sind leider für momentan noch relativ nutzlos, glaube ich, oder? Vielleicht kann man da später irgendwas mit Alchemie machen. Ich glaube auch, also für mich liegt die Vermutung nahe, dass du da irgendwelche Tränke herstellen kannst mit Blumen. Dass du da Blumen Ja, irgendwie für brauchst. Tränke kannst du ja jetzt schon herstellen, aber warte mal. Wofür brauchst du dann die Blumen? Liver braucht man da und Water. Und da braucht man. Ah, da braucht man dann Blumen dafür. Für Potion of Appearance. Okay. When consumed, allows to co the consumer to permanently change their appearance. Oh. Hä? Was? Ach so, dann kann man seinen Charakter wahrscheinlich äußerlich ändern. Ah. Ach, da brauche ich ja Stahl. Stahl. Stahlmagie. Ja, genau. Shinji schreibt es auch gerade. Gut. Dann habe ich jetzt endlich mal eine komplette Rüstung. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so nackt. Oh, ich brauche eigentlich noch Hände. Habe ich keine Handschuhe? Dann organisieren wir uns doch nochmal ein paar Handschuhe. Echt krass. Ich bin jetzt schon wieder im nächsten Waldstück, um An Holz zu an ein kommen. bisschen Holz zu kommen, ja, und farm da alles, was ich in die Pfoten krieg, weg. Sei blöd. Ja, das Matze. Inzwischen sind wir sogar alle relativ gut mit Eisenrüstungen ausgestattet. Ich nicht. Ich habe noch Leder an. Und Holz sogar zum Teil. Aber auch nur, weil Ich höre mir nur Mimi. das Haus wichtiger ist Ich höre als nur Mimi. meine persönliche Rüstung, der Maki wieder. Ja, Also ich wurde da ja Unmengen von meinen Eisen. Zuschauern geforst. Ja, so. Forst gezwungen. Oder Geforst immer finde wieder ich, ja. darauf hingewiesen. Ja. Spielemann, was ist denn? Maki wieder. Für sein persönliches Glück, ja. Was? Okay, Shinji Die meint, Sicherheit. dass die Bäume nach 2 bis 3 Stunden zu 50% spawnen. Ja, deswegen mit Wachstum war da irgendwas. Okay, ja, dann werde ich das aber echt nochmal irgendwie die Tage in den Server-Dings ändern. Einstellung, dass die schneller spawnen. Wobei es eigentlich nicht schlimm ist. Das ist halt jetzt gerade Highlife, ne? Also. Ja, aber, ja, stimmt. Ja, halt, dass man das dann nach einer Woche wieder ändert. Beziehungsweise vielleicht zu den Streams ändert.
Ja, gut, das könnte man überlegen. Aber ich finde die Spawnzeit eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie ist schon sehr lang und du musst dir jetzt auch schon wirklich überlegen, wie du baust. Aber Ach so. es kommt ja nach. Das ist ja jetzt nicht so, dass es permanent so kahl bleibt. Sitis will König werden, sagt er. Dann probier doch dein Glück. Ja, genau. Ich probiere nämlich meins jetzt auch gerade. Echt? Ja. Hey, Senator. Guck da auch mal wieder vorbei. Ey, da vorne wuselt ja jemand rum. Was? Da hinten wuselt jemand rum. Ja, das wird Citius sein, oder? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Javelin in der Hand. Ich brauche unbedingt mal eine Waffe. Geht nichts weg? Okay. Was? Challenge accepted. Ich schau mal, ob ich da jetzt reinkomme und mir den Thron unter den Nagel reißen kann. Unter deine gierigen Bratzen. Unter meine haarigen Bratzen, wolltest du sagen. Darf man euch joinen? Da ist sogar sehr gerne und zwar erwünscht ist es sogar, Marquis for dass ihr danach President. Oh joint. yes. Was? Ihr könnt sogar bei uns in der Gilde mitmachen, wenn ihr Bock habt. Also das geht Ihr könnt alles. euch Einfach ansiedeln. den Server Zwergmarki suchen und da rein joinen und dann ist das kein Problem. Okay, da steht jemand vor der Tür rum. Und nicht reinkommt? Nee, der ist schon drin. Conquered die Hungrigen, ja genau. Ah, der versucht hier durch die Tür zu brechen. Ah, das ist John Enderas. Hey! Guck ich mal, ob ich Dann mein. musst du dich jetzt wahrscheinlich mit ihm um den Thron streiten, vermute ich mal. Ich guck nur gerade. Okay, da kann man sich nirgends so durchbuddeln. Sonst was. Warte mal, ich gucke ja gerade mal, ob ich da durchkomme. Maki, ich bringe uns Öl mit. Ich versuche gerade durch die. Ja, gut. Ich versuche durch die Tür zu kommen. Ich weiß nur gerade nicht, wie viel die aushalten. Wie viel Öl braucht man für Stahl? Wie viel Öl man für Stahl braucht? Jeweils eins, glaube ich. Echt? Oder 10. Ich glaube sogar eher 10. Irgendwie da, die Umsetzung war nicht so cool. Wie kann man denn da am Wann wird schnellsten denn eigentlich durchbrechen? wieder Tag? Also nachts ist echt ein bisschen schwierig mit Finden. Ich hau gerade mit John Enderas hier auf das Tor ein. Aber du weißt schon, dass du ihn dann irgendwann umbringen musst, wenn du König werden willst. Ja, okay, einer von uns beiden wird halt dann König. Ist mir eigentlich ziemlich wurscht, wer König wird. Hauptsache, es ist Dafür wieder hast du dir irgendeiner dein König von Lebensziel uns. geplant, dass du König werden willst. Was? Deine einzige Bestimmung ist, König zu sein. Ist mir doch wurscht. Matze, aufgepasst! Ja, die haben wir echt auch ordentlich gebaut. Ja, jetzt kloppen die hier zu zweit auf die Tür ein. Würde da zu gern mitmachen, ey. Ich kann hier gerade nichts machen. Du weißt schon, wie viele Lebenspunkte so eine Tür hat. Nein. Ist es eine große Tür, so wie wir haben? Ja. 6000. Oh, verdammt, ich gehe wieder. Was, wie kann man die denn am besten abreißen? Ja, aber ernsthaft, wie ist der Shinji da durchgekommen? Das würde mich jetzt wundern. Interessieren. Wenn er einen Weg gefunden hat, sich da zu bringen, das Oh, mal ich so will zu da nicht formulieren. runterfallen. Wenn man jetzt von hier sich ganz raufbauen würde. Nee, das würde keinen Sinn machen. Ja, muss ich ja irgendwie hochgebaut haben. Ja, aber da müsstest du dich 500 Blöcke in die Höhe bauen. So hoch ist das? Ich habe eine Idee. Ah nee, es geht doch nicht. Warte mal. Ach so, der sitzt da seit Serverstart drin. Entschuldigung, ich dürfte das ja eigentlich gar nicht verraten. Tut mir leid. Was? So, ich bin auf dem Heimweg, Marki. Ja, das weiß ich. Oh, warte mal. Shinji, du Fuchs. Ja, okay, aber ganz ehrlich, ich hab's nicht so nötig, König zu werden. Und vor allem haben wir ja hier sowieso gerade keine Taxes. Was mir ganz gut zu Pass kommt. Wow. Ich lauf wie so ein Bekloppter.
Dann hole ich jetzt nochmal ein bisschen Eisen an den Start. Wir könnten vielleicht uns überlegen, nochmal ein paar Smelter. Wir sollten eigentlich extra so einen Smelterraum erstellen, ganz ehrlich. So einen richtig fetten. Ich bin hier gerade bei einem Haus angekommen. Okay. Wem gehört denn das Gebiet? Niemanden. Oh, hier ist kein Eisen mehr, Mist. Hast du mir zugehört? Ich habe dir auch zugehört, du brauchst Eisen. Nee, ja, okay, das auch. Aber ich meine, wir könnten extra einen Raum machen, wo wir so Smelter reinstellen. So 5, 6 Stück einfach. Also so eine Art Schmiede eben. Wie ich mir vorher das schon ausgedacht habe. Hat einer echt eine schöne Bude gebaut. Eine schicke Bude. Schicke Bude, echt? Mit so einem kleinen Türchen dran. Echt schön gemacht. Gefällt mir. Hey, aber das schaut so brutal aus. Wenn man von der Statue kommt. Und runter in die Stadt läuft, ja? Das ist echt übel. Es ist ja wirklich eine Stadt. Und unser Haus, beziehungsweise, ja, Haus kann man ja nicht sagen. Unser Bergfried schaut halt extrem fett aus. Ja, den müssten wir jetzt nochmal auf der nächsten Ebene oben nochmal ein bisschen größer machen. Aber ich will ein bisschen für die Beleuchtung in unserer Stadt sorgen, weil das schaut echt so ein bisschen kacke aus. Hast du schon den Anbau gemacht? Nee. Ach so, das ist das Haus hinter uns. Ah, ich jetzt hier. Das ist von Luca, glaube ich, oder? Ja. Sah jetzt auch aus, als wäre der Anbau schon dran. Aber da kümmere ich mich. Ich habe jetzt noch ein bisschen Holz mitgebracht. Okay, Shinji meint, dass wir zu zweit schon 6 bis 7 Smelter brauchen wahrscheinlich. Das heißt, wir können wirklich in einen eigenen Raum... Da können wir wirklich so einen richtigen fetten Saal daneben hinbauen. Und sei es erstmal nur aus Holz, wo wir die ganzen Smelter reinschmeißen. Ja, Marki, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Ja, nee, nicht heute, aber halt für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Jahre. Nee, Spaß. Hey, da ist ein Smelter weg. Was? Da waren vorher 3 Smelter, jetzt sind noch 2 da. Hat die wer umgestellt? Weiß ich nicht. Oder hat irgendwer seinen mitgenommen, weil der eine war ja nicht von uns. Kann sein, dass wieder einer weggekommen ist. Hey, aber da fehlt auch die Workbench. Okay. Das ist jetzt nicht so cool, Leute, was hier passiert. Okay, Marki. Und warum ist dann... Verriegelt. Was? Warum ist da ein Baum? Was? Da ist ein Baum. Alles klar, die zwei... Also jetzt alles, was noch... Wow. Marki, alle Türen, die jetzt hier sind, also die 2. Warte. Ja, aber, da wird nichts passiert sein. Ja, ich denke mal. Chris. Kann auch durchaus sein, dass jemand sich hochgeglitscht hat und dann uns ausgeraubt hat. Das ist durchaus möglich. Ne, hier ist ein Baum gespawnt, Marki. Warte mal, Matze fragt gerade, wem gehört die Gilde vom Tor an? Ach so, den Hungrigen kannst du ja nachschauen. Ah, verdammt. Also, Marki, ich habe die Türen jetzt auf Family umgestellt, ne? Ja. Anstelle. Also, warte mal, wer hackt denn hier gerade durch die Gegend? Ich. Ach so, okay. Um den Baum wegzubekommen. Der stört mich gerade ein bisschen. Was wollte ich jetzt? Oh, da schimmert das Sonnenlicht durch. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich ein bisschen Laternen an den Start bekomme. Ja, aber ich finde es, ich mache zur Sicherheit einfach mal alles auf Family. Ja, mach das. Mein Inventory ist voll. Hey, warte mal, unser Anvil ist aber schon noch da, oder? Weiß ich nicht. Bitte sag mir, dass unser Anvil noch da ist. Ja, der ist noch da. Aber okay. Es kann auf jeden Fall jetzt keiner mehr die Treppen in den ersten Stock hoch. Hey, aber ist das jetzt schon auf das letzte Ding geupgradet? Ja, ist es. Da können wir jetzt alles herstellen. Da kann man doch gar keine Plastikrüstung herstellen. Das ist doch Unsinn, was ihr mir da erzählt habt. Marki, man hat dich verraten. Veräppelt. Vermarkiert. Workbench. Was wollte ich denn jetzt hier eigentlich? Schaut schon geil aus. Hey, was? Wir haben auch keine Truhen mehr. Ist dir das aufgefallen? Marki? Hey. Okay. Ich baue jetzt mal 6 normale Truhen. Ja, dann wurden wir gerade ausgeplündert, Marki. Ja, aber wie? Und warum? Und unser Eisen ist weg. Die Truhen waren wahrscheinlich die Hälfte der Zeit wieder offen, weil wieder alles offen gestanden hat.
Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass da irgendjemand was klaut. Ja, und außerdem ist die Hälfte von unserem Eisen weg. Das wundert mich nicht, ich würde auch alles mitgehen lassen, vor allem Eisen. Das ist jetzt nicht cool. Okay, Marki, also ich habe jetzt wieder ein bisschen was reingelegt. Ja, dann lass Aber du es musst halt. wirklich dir angewöhnen, alle Türen immer hinter dir zuzumachen, Marki. Ja, ich habe eigentlich auch zugemacht, also meines Wissens nach. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Warte mal, ich hau jetzt den zweiten Smelter hier mal in die Mitte vom Raum rein. Hey, das finde ich jetzt aber echt nicht cool. Dass da irgendjemand auf die Idee kam. Ja, okay, stimmt, Shinji hat recht. Es war wahrscheinlich, also es war hundertprozentig jemand aus unserer Gilde. Weil alle anderen, also normalerweise können ja Non-Gildenmitglieder die Truhen nicht mitgehen lassen. Ja, yeah, also ich denke auch, aber wer es dann letzten Endes war, weiß ich nicht. Das Einzige, was wir jetzt machen können für die Gilde im Eingangsbereich, wo jeder rein darf, hey, und eine von den eine von den Fackeln, also von diesen Fackeltöpfen ist auch weg. Hey, und da fehlt auch ein Haus. Ja, stimmt, ein Haus ist komplett abgetragen worden. Und da fehlt noch ein Haus. Okay. Ja, hier ist irgendwo, hier ist das Gildengebiet unterbrochen. Da war normalerweise aber Gildengebiet gewesen. Ja, hier war noch ein Haus gestanden und da drüben war noch ein Haus gestanden. Da, wo du gerade bist. Die sind jetzt weg. Ja. Die Hälfte der Stadt ist weg. What the fuck? Da drüben, also hinter uns und neben uns ist noch ein Gebäude und das rechts von uns. Komisch. Shinji meint, es schaut sehr krass nach Bug oder Hacker aus. Jemand Hack? Ja, aber das würde mich jetzt auch wundern, dass da jemand hacken würde. Ja, aber da es ist jetzt fehlt auch auf jeden gerade Fall ein Baum direkt vor wieder uns ein großes gespawnt. Gebäude. Was? Direkt vor uns fehlt auf jeden Fall ein großes Gebäude. Ja, und das neben uns auch. Da stand ein Riesenteil rum auch. Warte, ich relogge mal kurz. Relog auch mal schnell. Ja, nee, beziehungsweise ich log jetzt langsam aus. Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil eigentlich wollten wir sowieso nur bis 11 machen und es ist jetzt auch schon Zeit. Von dem her würde ich sagen, wundern wir uns doch bei der nächsten Folge. Im nächsten Stream weiter. Ja. Und ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. Tschüssikowski, macht's gut. Ich wünsche euch was. Allen euch da draußen einen wundervollen Abend. Schön mit Ö. Ciao, ciao.